Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Ganz besondere Grüße an die Schweiz. Ich bin immer so froh, wenn ich von euch höre und eure Kommentare lese. Es macht mich immer sehr glücklich, zu wissen, dass es euch gut geht und dass euch meine Videos helfen. Ganz besonders freue ich mich, dass ihr ja Gottes Wort hören wollt. Heute werde ich wieder über Offenbarung reden, aber ich gehe zurück zu Offenbarung 14, 15 und 16. Da wird das ja schon so und so, ist ja so und so eine Wiederholung. Ja, und dann gehe ich zu 18, weil dann am Ende dem Zorn Gottes eben Babylon die Große zerstört wird. Heute rede ich ganz besonders von dem Berg Zion. Und der Berg Zion ist ja nicht hier auf der Erde, sondern der Berg Zion ist im Himmel. Und darüber rede ich heute. Wir haben diese Szene, das wir jetzt hier betrachten in Kapitel 14. Diese Szene haben wir schon mal gesehen in Kapitel 7. Diese große Menge von Menschen standen vor dem Thron und das war natürlich die entrückte Gemeinde. Das haben wir da besprochen. Und wieder sieht Johannes diese gleiche Szene, aber er beschreibt sie etwas anders. Aber ihr könnt die zwei vergleichen, die zwei Gruppen von Menschen vergleichen. Das sind die gleichen Leute. Das ist die Braut Jesu, das ist die Kirche, also die Gemeinde, der Tempel Gottes. Was ist noch ein Ding dafür? Ein Symbol. Ah, der Körper Jesu, der Leib Christi. Das ist alles das Gleiche. Das ist die Braut Jesu. Und die sehen wir halt wieder, oder nicht wieder, sondern wir sehen sie diesmal auf dem Berg Zion. Und dieser Berg Zion ist aber im Himmel. Ja, ist wichtig zu wissen. Wir sehen hier wieder die Zahl 144.000. Aber wiederum ist es eine symbolische Zahl. Symbolisch für die ganze Menge von der ja, ganzen Menge von Gläubigen, Heiligen Gottes, Gemeinde Gottes, Braut Christi. Ja, wir sehen ja die 144.000 Zahl schon mal, die Versiegelten, das sind aber ganz anderes, eine ganz andere Gruppe, auch im Kapitel 7. Diese Versiegelte sind nicht Braut Gottes und sie müssen durch den Zorn Gottes gehen. Hier sehen wir nun eben Braut Gottes. Ja, aber auch hier wird die Zahl 144.000 benutzt, als eine komplette Nummer, also geht um komplette Anzahl. Ja, also wir schauen mal dahin und dann will ich aber ins Alte Testament auch gehen, um euch zu zeigen, warum ich eben sage, dieser Berg Zion ist im Himmel. Zuerst gehen wir eben zu 14, damit ihr das seht, wovon ich rede. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Und die trugen den Namen seines Vaters und auf ihrer Stirne. Sie trugen den Namen seines Vaters auf ihrer Stirne geschrieben. Okay? Also, diese Menschenmenge wiederum ist eben die Braut Jesu auf dem Berg Zion. Und wiederum, Berg Zion ist aber im Himmel. Und wir werden das jetzt sehen. Ich gehe jetzt zu Hebräer. Gemacht 12. Ich gehe zu 12. Hebräer 12. Warum ist das weg? Hebrew. Es will das mir nicht machen. Es will das nicht machen für mich. Interessant. Muss mal an.
Also Hebrews 12, also Hebräer 12. Und dann gehen wir zu Vers 22. Und da steht, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Ja, wiederum das gleiche, Berg Zion. Ihr seid gekommen. Das ist, hier redet der Schreiber von Hebräer an die ganzen Leser von dem Hebräerbrief, an den eben der Hebräer geschrieben worden ist. Ihr seid nun gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Also da ist die Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu 10.000 von Engeln. Ja, das ist eine Referenz eben zu diesem Berg Zion, zu dem wirklichen Berg Zion, nicht jetzt der Berg hier auf Erden, sondern Entschuldigung, dem Berg Zion im Himmel. Und das ist das himmlische Jerusalem oder das neue Jerusalem, von dem wir auch dann am Schluss hören werden. 21 und 22 werden wir von dem himmlischen Jerusalem was hören. Und diese Idee von diesem, oder Idee nicht, aber diese Erkenntnis von dem Berg Zion kommt aus dem Alten Testament. Und deswegen will ich dann weiter zu Maika gehen. Ja, Maika, ich weiß nicht, wie heißt das? Auf, also Maika 4. Micha heißt das auf Deutsch. Da will ich dann auch hingehen. Und da werden wir nun auch sehen, dass halt dieser Berg Zion oder der Berg des Herrn im Himmel ist. Aber hier werden wir auch sehen, dass dieser Berg herunterkommen wird. Ja, auf die Erde. Was wir ja im Kapitel 21 und 22 sehen. Das neue Jerusalem wird während dem tausendjährigen Reich herunterkommen auf die Erde. Ich werde das dann nochmal, werde nochmal darüber reden. Und hier steht dann in Micha 4, doch es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen. Das heißt, auf den Bergen steht nun der Berg oder der Berg des Hauses des Herrn, wieder ein Berg, ja, und wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden ihm zuströmen und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehren und wir auf seinem Pfad wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem, aber wiederum das neue Jerusalem. Hier redet er von dem Berg Gottes, hier redet er von dem Berg Zion, hier redet er von der Stadt Jerusalem, ja, oder die Jerusalem des Herrn, das neue Jerusalem, das im Himmel vorbereitet wird als Braut oder für die Braut, ja, für die Braut, nicht als Braut, sondern für die Braut. Und zwar können wir da gehen zu Johannes 14, also Evangelium Johannes 14, und sehen da, dass Jesus Christus jetzt die Wohnungen vorbereitet. Und die Wohnungen sind halt diese Stadt, diese neue Stadt. Ja, ich hoffe, dass ihr das versteht. Ich habe da schon ein englisches Video darüber gemacht, vor 10 Monaten ungefähr. Und wenn ihr Englisch also könnt, in meinem englischen Video habe ich das unten hingebracht. Aber nun gehen wir wieder zurück zu Offenbarung.
Offenbarung 14 und schauen da weiterhin an, was da passiert auf dem Berg Zion. Also es steht nochmal, und ich sah und sieh, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Sie trug den Namen seines Vaters und auf ihrer Stirne geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor dem vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Wer hat sie erkauft? Jesus Christus, ihr Bräutigam. Ja? Brautpreis. Die Braut wurde erkauft mit dem Blut Jesu. Ja? Das sehen wir genau. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Hier ist wieder Symbolie hier. Ja? Das sind nicht Männer, die 144.000. Wir wissen das. Die Braut Jesu sind Männer und Frauen. Warum hier haben sie sich nicht mit Frauen befleckt? Ja, sie haben halt keinen Götzendienst getan. Sie sind jungfräulich. Sie haben nur auf ihren Bräutigam gewartet und haben sich nicht gebeugt anderen Götzen gegenüber. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Sie haben nicht gesagt, ha ja, er ist für mich gestorben, und dann sind sie anderen Göttern nachgegangen oder anderen Dingen nachgegangen. Nein, sie haben gesagt, Jesus ist für uns gestorben, er ist unser Bräutigam, er hat uns erkauft und deswegen folgen wir ihm nur nach. Sie sind nicht der Welt nachgerannt und den Dingen der Welt, sondern Jesus Christus allein. Sie sind aus den Menschen erkauft worden, als Erstlinge vor Gott und das Lamm. Erstlinge. Wir haben das auch gesehen. Wo? War das bei den Hebräern? Dass sie Erstlinge waren. Haben wir das da gesehen beim Hebräerbrief? Gehen wir nochmal zurück. Ich finde es jetzt gar nicht mehr. Hebräer. Haben wir es da gesehen, dass die Erstlinge waren? Ich gucke es noch mal an. Es war 22. Irgendwo habe ich es gesehen. Erstgeborenen. Und zwar steht es aber dann in 23. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind. Erstgeborenen wird hier benutzt, das Wort Erstgeborene. Und zwar Hebräer 12. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel geschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus Christus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Begegnung, das Besseres redet als das Blut von Abel. Ja? Also hier werden sie die Erstgeborenen genannt. Und in Offenbarung 21 werden sie erste Frucht genannt. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Warum ist es wichtig mit dieser ersten Frucht? Weil vor dem Zorn Gottes wird ja die erste Frucht, die Erstlinge, die erste Frucht zuerst. Ach nein, wo haben wir das gelesen?
vielleicht sogar in Daniel. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wo wir das gelesen haben. Sie sind die erste Frucht. Ja, die Braut ist die erste Frucht. Sie wird genommen, weggenommen, bevor die eigentliche Ernte passiert. Und sie wird weggenommen und in den Himmel gebracht. Dann passiert eben dieser Zorn Gottes. Und am Ende wird nochmal, also am Ende von dem Zorn wird nochmal geerntet. Ja, das sehen wir dann später. Und das können wir vielleicht jetzt da merken. Das ist ganz wichtig, dieses Wort, dass sie sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge, also erste Frucht. Jesus ist ja die erste Frucht, ja, auch die erste Frucht. Und auch wir sind die erste Frucht. Ja, wir wissen ja, da ist eine große, nennt man das, wie nennt man das? Eine große Ernte, ja, Riesenernte, die Ernte ist reif, ja, und vor der Ernte wird die erste Frucht weggenommen. Und dann kommt erst die richtige Ernte. Müsst ihr ja verstehen. Also gehen wir mal weiter. Und in ihrem Munde ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Ja, das ist eindeutig die Braut Jesu Christi. Also die Entrückung, sie sind im Himmel. Und jetzt kommt der Zorn Gottes. Und das sehen wir jetzt sofort. Zuerst redet hier noch von den Engeln, die ausgehen sollten mit dem Evangelium. Und dann in 7, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefangen ist Babylon die Große, die Stadt, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Das ist nun das Ende von dem Zorn Gottes. 14 ist nicht chronologisch, ja, weil wir dann sehen, weiterhin eben der Zorn Gottes kommt und ganz am Ende ist halt eben die Ernte, ja, die Ernte, das Gericht Gottes, das sehen wir dann, dass da Ernte ist. Das können wir dann gleich auch lesen. Aber also Abfolge von dem Zorn sehen wir hier nicht. Wir sehen hier nur, ja, der Fall von der Babylon der Große, die ja ganz am Ende kommt. Das sehen wir dann, wenn wir nochmal die Zornschalen ansehen. Ganz am Ende kommt der Fall von Babylon. Ja, und auch dann sehen wir dieser Fall in Kapitel 18, damit wir das alles so einreihen können. Also, und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und Vers 14 sagt dann: Ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Ja, und das ist natürlich wieder Jesus. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte. Hier kommt nun die Ernte. Ja. Das heißt, nach dem Zorn. Wir sehen hier nicht den ganzen Zorn. Ja, wir sehen hier jetzt nur am Ende von dem Zorn. Der ganze Zorn sehen wir dann in 16. Am Ende, dass er eben die Ernte da ist. Ja? Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Hier ist die Ernte. Hier ist die ganze Ernte, nicht die erste Frucht. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde, Stock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Und es floss Blut aus der Kelter bis zu den Zäumen der Pferde, 160 Stadien weit. Das sind, weiß gar nicht, ich glaube 180 Kilometer. Hier steht es nicht.
180, glaube ich, 180 Kilometer oder was weiß ich was. Also sie ist ganz schön tief und weit. Und das ist halt, das habe ich schon gesagt, ist eben die Schlacht von Armageddon, die während dem 6., wenn wir nun zu 16 gehen, ja, wir gehen zu 16 ganz schnell, dann können wir jetzt nämlich sehen, das geschieht halt während dem 6. Siegel. Sechzehn. Und es versammelte sie und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch heißt Hamageddon. Ja? Und das ist halt eben, das ist halt eben diese Schlacht von Hamageddon. Ja? Die am Ende, auch am Ende von dem Zorn Gottes passiert. Und dann sehen wir halt eben in der 7. Zornschale, dass die Stadt, die große Stadt fällt, 19, und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heidenvölker fielen und Babylon der Große wurde von Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zornes gebe. Ja, hier sehen wir nun, dass Babylon, die Große, fällt am Ende vom Zorn Gottes. Ja, wir haben ja 7 Zornschalen, die wir ja schon besprochen haben. Ja, nach der Entrückung kommen die 7 Zornschalen und die 7 Posaunen. Ja, und eine davon, die letzte, da geht's halt dieser Babylon der Große an den Kragen. Ja, sie wird gestört, zerstört. Und wir sehen das in 18 wieder. Deswegen gehe ich da nicht hin. Ja. Und wir sehen halt auch in der 6. Posaune, da ist eben diese Schlacht, diese endgültige Schlacht vor Jerusalem, ja, vor Jerusalem. Und so passt es halt alles hier rein. Natürlich ist es etwas durcheinander. Ihr braucht wirklich den Heiligen Geist, um euch diese Dinge zu zeigen. Anders geht das einfach nicht. Ich weiß, ich habe von jemand gehört, der ein neuer Christ ist. Das heißt, diese Person ist ein Babychrist. Er muss jetzt erst wachsen. Das heißt, er muss erst Milch trinken. Und dann eben Babynahrung. Ja, Brei. Und dann danach erst die Brocken. Ein kleines Kind kann noch, man kann dem kleinen Kind noch keine Brocken füttern. Er kann das noch nicht essen oder kauen. Ja, deswegen braucht es Zeit. Man muss sich wirklich Zeit lassen. Als junger Christ muss man sich Zeit lassen. Es kommt nicht alles auf einmal. Das passiert einfach nicht. Und es dauert einfach lange Zeit. Man muss viel lesen. Man muss Jesus Christus wirklich nachfolgen. Weil ohne Nachfolge können wir diese Dinge nicht sehr gut verstehen. Ja, ich bin schon seit 76, 75, 76 bin ich schon, ja, habe ich Jesus Christus angenommen als meinen Heiland, als meinen Retter, als meinen Bräutigam. Und seitdem lese ich schon und studiere ich schon die Bibel. Das ist sehr lange Zeit. Und diese ganzen Dinge brauchen wirklich, wirklich Zeit. Aber ich werde euch hier helfen, das wirklich zu verstehen, weil ich weiß, es gibt so viele, es sind so viele falsche Lehrer, so falsche Lehrer im Internet, die Leute verführen und besonders eben die jungen Christen, ja, jungen Christen kann man sagen, die Babychristen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns unter den Heiligen Geist
stellen und sagen, wir lesen nur die Bibel. Nur die Bibel. Wenn die Bibel uns das nicht sagt, dann glauben wir niemand. Auch nicht mir. Ja, ihr sollt auch mir nichts glauben, wenn ihr das nicht sehen könnt in der Bibel. Ich hoffe, dass ich das gut erklären kann. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir bitte diese Fragen. Ja, wenn ich es nicht so gut erkläre. Gerade jetzt diese drei Kapitel habe ich jetzt etwas schnell durchgemacht. Ich habe ja bin noch nicht mal zu 15 gegangen, weil 15 ist eigentlich eine Vorbereitung wieder auf diesen Zorn Gottes, der nun beschrieben wird in Kapitel 16. Ja? Also gehen wir mal dahin. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten. Also eine Vorbereitung auf die sieben Zornschalen. Es wird immer von sieben Plagen des Zornes Gottes geredet. Er hat halt diese aufgeteilt in sieben, weil sieben wiederum eine komplette Zahl ist. Ja, es ist wieder eine symbolische Zahl. Warum hat er nun diesen Zorn in sieben Teile aufgeteilt? Es ist eine komplette Zahl, vollkommene Zahl. Ja, 7 Tage. Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Das ist eine komplette Zahl, eine heilige Zahl. Und wiederum eben 7 Plagen. Und darauf, also Kapitel 15, bereitet nun wieder auf diese 7 Zornschalen vor. Ja? Und wiederum sehen wir eben ein gläsernes Meer im Himmel, ja, welches als, ja, die da oben waren, eben sind die Heiligen. Und sie haben eben das Mahlzeichen überwindet, das Tier überwindet und das Mahlzeichen. Ja, sie sind eben, haben sich über diese ganzen Dinge gestellt. Das Tier, ja, das auch eben das Horn hatte, Babylon der Große gehört auch zu dem Tier. Und über das Zahl seines Namens, ja, sie standen vor Gott wiederum. Okay, wir sehen wiederum, sie singen das Lied Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sie sprechen groß, groß, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr. Wiederum, wir sehen wieder die Menge im Himmel, alle Heiligen, ja, König der Heiligen, ja. Wer soll dich fürchten? Sie ehren ihn. Und in 5, nachdem diese sah ich und siehe den Tempel des Zeltes, der Tempel des Zeltes des Zeugnis im Himmel wurde geöffnet. Der Tempel wurde geöffnet. Und die 7 Engel, welche die 7 Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um ihre Brust gegürtet einen goldenen Gürtel. Ja, also sehen wir nun diese Engel hervorkommen, die eben diese Plagen haben. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes. Und dann in Offenbarung 16 sehen wir halt wiederum diese Plagen. Da werden sie halt die 7 Sonnenschalen genannt. Aber es sind die gleichen Plagen. Wiederum 7 Plagen. Ja, das ist alles das Gleiche. 7 Trompeten oder Posaunen, 7 Plagen und 7 Posaunen. Das ist das Allergleiche. Ja, das total Allergleiche. Ja, ist ganz wichtig zu wissen, damit ihr nicht denkt, eins kommt nach dem anderen, sondern es ist alles eins. Wir haben im Grunde nur ganz wenig wirklich Abschnitte in Offenbarung. Viel wird halt wie immer wieder und immer wieder gesehen von Johannes, eine Wiederholung. Und wenn ihr das mal versteht, dass es immer eine Wiederholung ist, dass er das öfter sieht, diese Plagen oder dieser Zorn Gottes, und die Heiligen im Himmel. Die Heiligen sind immer im Himmel.
Der Tempel Gottes ist immer im Himmel. Ihr seht es, wie oft haben wir jetzt den Tempel Gottes gesehen. Und er ist immer im Himmel. Und trotzdem sind die Menschen dann immer noch verdummt, wenn sie nun in Kapitel 11 sehen und Johannes messt den Tempel und sie denken, der Tempel ist auf der Erde. Nein, der Tempel kommt auf die Erde während der 1000 Jahre Friedenszeit. Dann kommt der Tempel auf die Erde in der Stadt, in dem heiligen Jerusalem. Weil der Tempel, der wirkliche Tempel Gottes, ist ja die Gemeinde. Und da habe ich ja schon ein Video darüber gemacht. Ich hoffe, dass das alles etwas nun zusammenfällt. Ja, das ist eigentlich alles nur Wiederholung, was wir hier haben in 14, 15 und 16. Aber ich fand es halt sehr wichtig, dass ihr das versteht mit dem Tempel, mit dem Berg Gottes und mit dem Berg Zion und mit der heiligen Stadt, der himmlischen Stadt, dem neuen Jerusalem. Das war das Allerwichtigste von diesem Video, damit ihr das sehen könnt. Alles andere war Wiederholung. Und dann das nächste Mal gehen wir halt dann zu dem Fall von der Babylon der Große. Das ist auch sehr wichtig. Und dann sind wir eigentlich am Ende von dem Zorn Gottes und Jesus gründet sein Reich mit seiner Braut, mit seiner Königin, das ja wir sind. Also, kommen nun zum Ende. Es war ein ganz schnelles drei Kapitel, die ich hier gemacht habe. Aber wiederum lässt mich wissen, was ihr so denkt. Und auch wenn ihr Dinge habt, die ja, ich auf meiner Facebook-Gruppe teilen soll, bitte lässt mich das auch wissen. Ich teile sehr gerne Dinge, die ihr auch selber herausgefunden habt. Aber denkt dran, ich folge nicht diesen falschen Lehrern. Und die meisten fa sind falsche Lehrer. Ich folge nicht diesem Dispensionsdenken, weil es falsch ist und die wirklich Gläubigen verführt. Denkt daran, ich weiß, ich habe schon mit einigen geredet darüber, die sehr stark in diesem Dispensionsdenken stecken, dass die ganz eindeutig von dieser Hure Babylon kommt. Babylon die Große, die viele halt eben Antichrist nennen. Aber ich komme jetzt zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch leiten.